Servus Bobfreunde, heute schauen wir wieder auf meine Jungtauben einmal. Die haben wir ja schon eine Zeile nicht mehr gesehen. Die drehen jetzt gerade ihre Runden. Und wenn sie fertig sind, dann rufen wir sie rein. Dann können wir sie uns ein bisschen anschauen, wie sie entwickelt haben. Wie gesagt, müssen wir noch warten, bis sie wieder runterkommen. Die erste und zweite Zucht sind jetzt schon recht schön weggezogen. Jetzt ist natürlich die dritte Zucht dabei. Ich bremse das alles wieder ein bisschen aus, aber wir haben ja noch Zeit. Die müssen auch ihre Heimat kennenlernen. Da machen wir uns doch keinen Stress nicht. Ich sag, warten wir mal, bis sie wieder runterkommen. Und dann füttern wir die Bande. Nein. Hinten habe ich noch kleinere Sitze, die habe ich erst abgesetzt. Insgesamt haben wir jetzt 50 Jungtauben, bis wieder 50. Die sich weiter gut entwickeln. Alles in allem hat wirklich einen guten Eindruck dieses Jahr. Dann der zu 40 Minuten geflogen. Der jetzt frisst und dann wieder den Rest des Tages wieder entspannt. So geht das bei den Jungtauben sein Gang. Die nächsten Tage werde ich die erste und zweite Zucht wegbringen. Schauen wir mal, wie das läuft. Die sind jetzt soweit. Wie gesagt, wenn ich die allein rauslasse, dann ziehen die auch weg. Und ich habe immer wieder welche dazu geworfen, wie man halt ist. Was mal nicht das Beste ist, aber was so ist. Vom Greifvogel haben wir zurzeit auch Ruhe. Da hat man ja auch bei den Vögel noch einen gefangen vor einer Woche oder eineinhalb Wochen. Wo die Jungtauben haben wir jetzt insgesamt 4 Verluste gehabt. Das hält sich in Grenzen, das war schon schlimmer. Im ersten Jahr habe ich da auf die Zeit 25 Tauben Verluste gehabt. Also ist das in diesem Jahr wirklich angenehm, wenn man nicht täglich Tauben verliert. Wie gesagt, so geht das sein Gang. Wir bleiben dran. Am Wochenende ist wieder Preisflug. Und da sehen wir uns dann wieder. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Habt Spaß mit den Tauben. Seid nicht so gehässig aufeinander, wie man es ja oft in die Kommentare lesen kann. Das denke ich muss nicht sein. Man muss auch nicht schon im Vorhinein über solche Leute urteilen, die da sowas da betreiben, weil ich habe jetzt auch mitgekriegt, da wird schon gehandelt, wer da als erstes weg ist vom Fenster. Und so sehr nicht gut, Freunde, kann ich nur sagen, da braucht man sich nicht wundern, wenn in dem Sport der Nachwuchs fehlt. Das muss man so sagen. Das ist auch so, in meinen Augen. So was ist unfair. Aber das muss ja jeder selber wissen. Hier ist das im Endeffekt egal. Und hier machen wir unser Ding, gell, Buben?
der Rest ergibt sich dann. So, jetzt schauen wir noch kurz auf die Reisevögel. Wir haben ja noch 11 Stück. Auf die fertige Truppe. Wir haben halt in der Früh wieder 43 Minuten und der Rest ist fast eine Stunde geflogen. Ich denke, wir haben wieder gut drauf. Ich möchte noch ein paar Worte sagen zum Brieftaubenzug Nord, den jungen Burschen. Muss ich sagen, Respekt an den Sportfreund. Der macht das super. Natürlich hat er schon mal Verluste gehabt, aber das gehört auch dazu. Ich finde das super, wie der das macht. Soweit ich weiß, ist er ja erst 14 Jahre alt und da muss man höchsten Respekt haben, wenn einer den Sport alleine betreibt. Dann sage ich noch schöne Grüße, Lup, meine heißt er. Und ihm wünsche auch eine schöne Woche und mach weiter so. Schauen wir deine Videos gerne an. Und bleib so, wie es bist und bleib dem Hobby treu. Denn nur mit 10 Leuten wird es weitergehen. Und von dem Schlag braucht man eigentlich noch mehr. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, man braucht sich oft nicht wundern, wenn da einfach der Nachwuchs fehlt. Vielleicht waren das einmal ein paar Worte zum Nachdenken für den einen oder anderen. Und dann sage ich noch mal eine schöne Woche. Bleibt alle dran. Schaut auch wegen den Tauben auf. Und bleibt gesund. Servus.